Willkommen zurück zu Juno, liebe Zocker und YouTuber. Da hinten ist Duna oder der Mars oder hier in diesem Falle Seilero oder wie er heißt. Auf jeden Fall der Mars-Verschnitt und auf dem werden wir jetzt irgendwie landen. Wir haben zwar wieder mal das Zeitlimit nicht hingekriegt, um entsprechend schnell da zu sein. Wir sind schon über 111 Tage drüber. Aber mein Gott, das soll uns jetzt nicht dran hindern, trotzdem auf dem Ding zu landen. Oder zumindest es zu versuchen. So, ich brenne jetzt hier noch einen schönen zirkularen Orbit. Oder ungefähr einen zirkularen Orbit. So, ungefähr so. Ja, oder so. Oder, ach, ihr wisst, was ich meine. So, das müsste eigentlich gut gehen. Wir springen dahin. Und gucken mal, jetzt müssten wir eigentlich ein schönes Bild haben. Oh ja. Da ist der Olympus Mons. Keine Ahnung, was das ist. Auf dem Ding wollen wir jetzt landen. Das wird natürlich nicht klappen, weil die Atmosphäre viel zu dünn ist für einen Fallschirm, aber zumindest kontrolliert abstürzen werden wir. Ich muss mal echt ein neues Raumschiff konstruieren. Das ist immer noch dasselbe. Immer noch meine unbemannte Sonde, die ich hier in der Gegend rumballe. Die kommt zwar überall hin im Sonnensystem, aber kann eigentlich nichts wirklich. Mal gucken, wie weit haben wir es denn noch? Bisschen in den Zeitvorlauf, so. Komm, zieh die Kiste mal runter. Wie viel müssen wir? 200. Und dann sehe ich natürlich zu, dass ich möglichst auf der Tagseite lande, also hier irgendwo. Wobei es da auch schön wäre, aber wir könnten auch irgendwo hier landen, wo... Ne, machen wir nicht. Das machen wir später. Das sind erstmal nur so Erkundungsflüge gerade. Und vor allem Tech-Beschaffungsflüge. Auch hier würde mich mal interessieren, wo die Atmosphäre von dem Ding anfängt. Ich weiß es nicht. So, das heißt, wir müssten... Was haben wir denn für 152 zu 147? Das heißt, wir müssten hier ungefähr das Manöver ansetzen. Und ich gehe mal wirklich runter auf... Haben wir da jetzt Closest Approach Info. Haha, witzig. So, was haben wir jetzt hier? 30 Kilometer, noch ein bisschen runter. Gehen wir mal auf 10 Kilometer, ja? 10 Kilometer runter, so. Go. Dann schauen wir mal, was die Kiste so kann. So, was wir jetzt machen müssen, ist dieses Ding loswerden. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Das ist die Engine. Das ist die kleine Engine. Wollen wir versuchen? Wir könnten natürlich gucken, ob das Landeprogramm reinkickt. Habe ich jetzt auf Retrograd umgestellt? Eigentlich schon. Warum passiert nichts? Ich glaube, weil ich im... Keine Ahnung. Weil wir schon Retrograd ausgerichtet sind, deswegen. Wir können natürlich gucken, ob das Landeprogramm reinkickt. Und ob das hier klappen würde. Auf diesem Planeten. Aber ich glaube, das reicht nicht mehr. Der Sprit reicht nicht mehr dafür. Also werden wir das Landeprogramm wohl oder übel einfach mal ignorieren. Und mal gucken, was passiert. Und zwar, damit wir das komplett ignorieren können, machen wir Folgendes. Wir müssten ja da... Warte mal, wenn wir jetzt einmal Leertaste drücken, wirft er das Ding ab. Machen wir mal. Moment. Wir richten uns mal kurz aus. So. Damit hätten wir den beseitigt. Und jetzt richten wir uns, wenn wir nochmal drauf drücken, dann richten wir uns, dann müsste das Ding wegfliegen. Ne? Okay, dann nochmal weg damit und so, weg damit. Das ist weg und jetzt Retrograd. So.
Ja, und alles Weitere überlassen wir der Schwerkraft. Wie hoch sind wir denn? Wir sind retrograd ausgerichtet. Der Hitzeschild ist unten. Das ist doch der Hitzeschild, ne? Ja, ist der Hitzeschild. Alles cool. Der Hitzeschild ist da. Da kommt die Sonne, würde Rammstein sagen. 80 Kilometer. 70 Kilometer. Jetzt geht er auf 10 runter. Sind wir schon in der Atmosphäre? Ich bin mir nicht sicher. Mal sehen, ob wir es dieses Mal schaffen, heil runterzukommen. Auf der Venus haben wir es ja nie geschafft. Werfen wir mal einen Blick auf das Ding hier. Ja. Temperatur hält sich jetzt in Grenzen. Es wird eher kalt. Wie schnell sind wir? Wir werden auch langsamer. Also irgendwas bremst uns. Warte mal, was sind denn die Toleranzen von dem Ding? Maximum Speed 320. Oh, dafür sind wir fürchtig zu schnell. Naja, wir gucken mal. Da sind wir zu schnell. Da hätten wir Drogues mitnehmen müssen, ne? Ja. Da hätten wir tatsächlich doch mit der Engine, die wir da gerade abgeworfen haben, hätten wir tatsächlich noch ein bisschen bremsen müssen. Aber na gut. Ist ja wie gesagt ein Erkundungsflug. So, welche Höhe haben wir? 40 Kilometer. Ich gehe mal weiter. Vielleicht kommen wir ja unter die 320 Meter die Sekunde, wo wir das Ding deployen können. Energie ist voll da, alles schön. Noch sieht alles schön aus. Geschwindigkeit sinkt weiter. 22 Kilometer. Ja, das werden wir nicht hinkriegen. Aber zumindest werden wir mal die Oberfläche sehen. Und es glüht ein bisschen. Ist ja auch mal schön. Hört aber längst auch schon wieder auf zu glühen. So. 800. Ne, wir werden nicht unter die maximale Geschwindigkeit von dem Fallschirm kommen. Wir können ihn vorher mal aufmachen. Aber wir werden aufschlagen wie eine Granate und werden natürlich dafür dann auch keine Punkte kriegen. Wir haben jetzt immer noch doppelte Schallgeschwindigkeit drauf hier. Ich werde ihn trotzdem mal versuchen zu öffnen. Weil was anderes können wir nicht machen. Öffne dich! Öffne dich! Öffne dich! Plong! Ah, wunderbar. So, da klingelt es auch glatt. Recovercraft. Safe Flight. Ne, Recovercraft. Safe Flight. Das können wir. So. Und jetzt haben wir jetzt 115. Da können wir glatt nochmal in den Tech-Tree gucken hier. Und können mal gucken, da könnten wir glatt hier so eine von diesen Dingern hier wählen. Allerdings warum? Landebeine, Docking Port Size, Deep Space. Deep Space wäre vielleicht gar nicht mal blöd, oder? Hier die Crew-Kapsel und die neue Kapsel wäre vielleicht gar nicht mal schlecht. Was nehmen wir denn da? Space Habitat. Mir schon wieder überhaupt nicht sicher, was wir da nehmen. Das
würde mich ja so wahnsinnig interessieren. Komm, ich nehme das hier. Ich weiß nicht, ob das einen Sinn ergibt, aber ich nehme das mal, ja? So. Ja, komm, mach's jetzt mal. Zack. So. Wie viel Geld haben wir noch? Das ist das Wichtigste. Ah, 850 fast. Alles gut. So. Haben wir noch irgendwas hier? Village Race, Learning to Fly. Was ist Learning to Fly? Go through all checkpoints in under 5 Minuten. Nee, das ist wieder so ein Mountaineers. Helisynchron. Was ist ein heliosynchroner Orbit? Ich bin mir da immer noch nicht sicher. Sind das 1000 Kilometer oder 1,00 Kilometer? Ich würde sagen, es sind 1000 Kilometer. Shockingly fast. Was ist das? Was ist denn das? Mach 0,125. Fly horizontal. Stay under. Das könnten wir hinkriegen, oder? Das ist ja nichts weiter als ein. Endurance-Trip. Als ein Flugzeug, oder? Horizontal fliegen. Unter 15 Kilometer. Und mach 0,125. Und für einen Kilometer den Speed halten. Eigentlich könnten wir das mal probieren. Komm, wir bauen mal ein Flugzeug und fliegen Mach 0,1. Hätte ich jetzt mal Lust drauf. Bevor wir die nächste Geschichte hier hinbekommen. TT Orbit, TT Brigo Flyby, Brigo Landing. Das müssten wir eigentlich auch nochmal machen. CubeSat Mission und Fireworks. Was kriegt man für den Spaß? 23 Millionen. Ja, erstmal machen wir hier. Nee, nicht Learning to Fly. Wo ist es? Shockingly Fast machen wir als erstes. So, Shockingly Fast. Dafür brauchen wir natürlich ein neues Vehikel. Oder haben wir noch ein altes? Nee. Wo ist denn der? Wo ist das? Hier, das können wir eigentlich nehmen. Das ist ein bisschen teuer, fürchte ich. Das ist ein bisschen günstiger. Was kostet der? Auch so teuer. Simple Air, genau, der sieht auch extrem. Meine erste Dinge. Ne, der ist leider weg, der, den ich da gebaut habe. Komm, dann bauen wir ein neues Flugzeug hier. New Craft, so. Ja, dann sagen wir mal. Dann sagen wir mal, wo sind denn hier die Einstellungen? Da. So, wir wollen nicht ein Rocket, wir wollen ein Plane bauen. Und jetzt bauen wir mal ein Plane drumherum. Wo ist denn vorne? Da. Crew Compartment bauen wir da bitte nicht dran. Sondern einen Fuel Tank. Haben wir überhaupt eine Engine für Flugzeuge? Ach, wird schon gehen. So, da haben wir die verschiedenen. Die brauchen wir nicht. Haben wir irgendeine. Wir haben gar keine Engine für einen Flieger, ne? Titan Engine. Wir brauchen eigentlich was Kleines, was in der Atmosphäre, aber irgendwie noch Low Power Engine für Second Stages. Nein. Powerful and cheap, but inefficient, cannot be shut down once ignited. Halte ich für ein Gnome. A closed deflating balloon. You can. Goblin, was nehmen wir denn? Das ist ein All-Solid für Mage Engine. Ja komm, nehmen wir mal eine Mage Engine. So. Warum hast du dich angebaut? So. Ich baue jetzt ein Flugzeug. Ich habe überhaupt gar keinen. Oh, jetzt bin ich ins Mikrofon gekommen, es tut mir leid. 2,3 Millionen seid ihr närrisch. 2 Meter breit. Wie lang ist es denn? 12 Meter. 13 Meter, ein bisschen viel, ne? So. Wir machen die mal ein bisschen kleiner hier. Ist ja nicht irrsinnig groß. Was ist das hier? Ich baue mir ein Fliegerchen, ein Fliegerchen. So, was kostet er jetzt? Jetzt kostet er immer noch 2,3 Millionen. Warum ist die Kiste so teuer? Keine Ahnung, aber sie ist es.
So, da darf ich mal. Wie groß ist er denn noch? Craft Details. Ist immer noch 8 Meter lang. Ist eigentlich zu viel, ne? Eine kleine Drohne will ich eigentlich bauen. So, ein kleines Dröhnchen bitte. Nein. So. Den können wir auch mal ein bisschen kleiner machen. So. Da klingelt es schon wieder. So, jetzt bauen wir noch mal eine... Jetzt bauen wir mal Flügel. Wie viel kostet er mich jetzt? 500.000. Naja, 500.000 ist für eine Drohne in Ordnung. So, jetzt bauen wir Flügel. Wo waren die? Was ist das denn hier? Ach, das sind die neuen Sachen. Die Toggle-Switch. Keine Ahnung, was man mit einem Multifunction-Display und mit einer Gurge macht. Keine Ahnung. Eine Wing. So. Ein Wing. Jetzt brauchen wir erstens brauchen wir da. Sieht das gut aus? Bin mir nicht sicher. Symmetrisch. Wir brauchen Control Surfaces eigentlich. Warte mal, wo waren das? Texture. Axis Input, Deflating, Rhabarber. Wo sind die Control Surfaces? Steht hier nicht. Hat keine. Super. So, Radial 2. Warum geht das nicht? So, irgendwie konnte man doch hier die Kontrolleinheiten dazu. Control Surface da. Deflection Speed. Auto. Single Axel. Wo sind denn die Control Speed? Wo sind die denn? Add Control Surface. Passiert da irgendwas? Nee, ne? Keine Ahnung. So, werden wir gleich ausprobieren. Außerdem konnten wir noch irgendwo, das hatten wir auch noch eingestellt, das Center of Mars hinpacken. Ich weiß noch nicht mehr wo. Da, guck mal da. Center of Mars. Center of Lift. Ja. Jetzt hat er kein Center of Mars mehr. So. Ein bisschen nach hinten. Schade, dass man da nochmal drauf drücken muss, dass er das nicht so anzeigt. So, jetzt ist es in Ordnung. So was da noch ein bisschen, das ein bisschen noch mal nach hinten. Nach hinten geht's nicht, da haben wir schon Maximum. So, warum ist der? Warte mal, machen wir das mal anders. Na, komm schon. So, jetzt ist er da. Anzeige irritiert mich maßlos. So, jetzt haben wir das da dran. Jetzt ist die Engine wahrscheinlich zu groß. Thrust. Starting TBR 7, seid ihr närrisch? Achso, warte mal. Altitude. So, immer noch 6, die Engine ist viel zu stark. Für die Engine, die können wir locker mal um einiges kleiner machen. So, jetzt hat sie immer noch 3 TBR. Was haben wir da jetzt? 1,9. Das müsste reichen. Jetzt kann man nämlich die Wings wieder etwas weiter nach vorne tun. Beziehungsweise wieder nach hinten. So, so lassen wir das mal. Und jetzt brauchen wir allerdings noch Kontrollflächen. Ist das eine Kontrollfläche? Ist eine Finne? Ist eine Wing? Wahnsinnig irritiert ist die Frage, wo jetzt hier die
Ruf da. Oh, jetzt. So, ein bisschen kleiner. Wesentlich kleiner. Das sieht auch nicht gut aus. So. So können wir das machen. Das reicht. So, warte mal. Add Control to Priority. Ah, also jetzt hat das Ding eine Kontrollfläche. Kann man diese Kontrollflächen eigentlich... Ah. Nee. Ich dachte, man kann die größer machen. Kann man irgendwie nicht. Egal, du bist jetzt erstmal bei den Kontrollflächen. Diese Kontrollfläche hat Input Pitch Roll, nee, Jaw, würde ich mal sagen. Invert, nee, lassen wir mal so. So, und diese Kontrollfläche, die hat, würde ich mal sagen, Roll. Ja? Aber warum sind die denn so klein, die dusseligen Kontrollflächen? Wollte ich jetzt gar nicht. Kann man die nicht irgendwie... Opa! Ich will die breiter machen. Warte mal, wie geht das? Das ist eine gute Frage. Wie macht man die breiter? Also breiter halt heißt hier auf Höhe von dem Ding. Gut, lassen wir erstmal so. Kann ich die breiter machen? Ne, die kann ich, da kann ich auch nicht viel dran ändern, ne? Egal, wir probieren das erstmal aus. Räder brauchen wir. Sind das alle Räder, die wir haben? Mehr haben wir nicht. Mehr haben wir tatsächlich nicht. Das ist ein Toggle-Switch. Ich brauche eine Struktur. Hier, sowas. Kann man das kleiner machen, bitte? Sieht ja eigentlich schon mal ganz gut aus. Hat Dead Weight. Kann man das kleiner machen? Das ist viel zu groß. Eigentlich nur Räder an das Flugzeug anbringen. Na, warte mal dann. Haben wir noch irgendwas, wo wir hier mit Räder anbringen können? Das ist auch das Falsche. Wie baue ich Räder? Das ist eine Strut. Was ist denn das hier eigentlich? Kann man das da nehmen? Kann man das größer machen? Kleiner machen? Ja, das kann man größer und kleiner machen. Warte mal, das andere vielleicht auch. Was brauche ich das jetzt, dass ich das daran hier flanscht? Sehr schön. Nein, jetzt komm doch mal mit. So, hier ran. Und jetzt ein bisschen dünner. So, und da würde ich jetzt gerne das Rad ran anbringen. So, wo sind die Räder? Das sind die kleinen, ne? Das sieht nicht toll aus, aber ich denke mal, es ist machbar. Ja. So, und vielleicht jetzt vorne... Vorne, pass auf, jetzt nehmen wir mal das hier. Schönes nicht. Warte.
da machen wir jetzt nochmal die Räder dran. Sieht so toll aus. Damit fliegen wir jetzt los. Das wird nicht klappen. Komm, wir probieren das mal. Nee, auf dem Runway bitte. Launch, yes. Jetzt ist auch noch dunkel. So, Schub nach vorne. Das ist das andere vorne. Ja. Flieg doch. Fast. Es ist fast geflogen. Gar nicht so blöd, komm. Retry. Retry, komm. Das ist doch fast geflogen. Und... Hui! Ja. Die Kontrollflächen, die sind noch ein bisschen... Boah! Warte mal, wir brauchen da noch ein paar kleinere Kontrollflächen, die das... Warte mal, ich habe Roll und Jaw. Ich habe keinen Pitch, ne? Warte mal, nochmal Recover, Retry and Undo. Das ist ja schon fast geflogen. So ist ja nicht. Es ist ja nicht so, dass ich nicht schon mal ein Flugzeug gehabt hätte. Wo zum Henker sind die Tragflächen da? So, bisschen runter. Bisschen dahin. Das sieht nicht schön aus, aber selten. Erstens brauchen wir das symmetrisch. Zweitens braucht es Kontrollflächen. So, drittens braucht diese Kontrollfläche das Pitch. So, das wird jetzt bestimmt gut klappen. So, sieht jetzt eher aus wie eine Drohne. Wie eine russische oder eine ukrainische. Entschuldigung für den politisch inkorrekten Satz. So, Start. Kann ich bei Tageslicht starten? Ja, das ist gut. Flieg doch. Yes, geschafft. Wunderbar. 1A. Yay, ich hab eine Drohne gebaut. Oh, nochmal. Was? Noch irgendwas mit Airspeed? Keine Ahnung. Das Ding ist eigentlich gar nicht mal blöd, Freunde. Da nochmal was geschafft. Mach 0,5. Komm, da kriegen wir noch mehr hin. Wie schnell sind wir denn? Das war nicht so das, was ich wollte. Egal. Dafür gibt es bestimmt auch einen Erfolg für diese Manöver hier. Das macht was aus. So. Jetzt bleib doch mal da, wo du. Okay. Er macht jetzt im Moment Dinge, die möchte ich eigentlich nicht tun. So, jetzt flieg doch mal. Doch fett. Recover-Kraft, Destroy-Kraft. So. Was haben wir denn jetzt eigentlich gekriegt hier? Tatsächlich nochmal 75. Kriegen wir da noch einen Auftrag zu? Learning to fly, going sideways, shockingly fast. Mach 0,3. Das kriegen wir auch hin. Das können wir auch mal accepten. So. Was ist ein Endurance-Trip? Stay grounded. Nee. Will er fliegen. Village Race, machen wir auch nicht. Learning to fly, was machen wir da? Launch a new craft, goes through at all checkpoints. Ne, das machen wir nicht. Going sideways. 500 Kilometer ist mir ein bisschen zu weit. Shockingly fast. Wir machen erstmal shockingly fast. So, go. Launch. Und hui, ich sagte hui.
wir das mal so machen? Das wollte ich gar nicht. Retry. Save Flight. Ne, komm, wir haben gerade. Warte mal, retry. Undo and exit. Ne, retry. So, ich wollte ja, was ich eigentlich nämlich machen wollte, war folgendes. So. So. Nee. So. Und go. Und go. So, jetzt müsste er sich hoffentlich auf der... Ja, sehr schön. Autopilot for the win. So, jetzt schön schnell bitte. Ah, geschafft. Sehr gut. Sind hier rüber, danke. What the fuck machst du da? Okay, alles gut. Also der Autopilot ist eigentlich eine coole Sache. Wie schnell wären wir denn hier? Meter die Sekunde. Komm, schaff mir die Schallmauer. Nicht mit der Engine, ne? Ne, hiermit schaffen wir 285. 286. Aber ich denke mal, viel mehr wird das da nicht. What ist nun los? Ich habe nichts gemacht. Egal. Wir beenden den Flug. So, haben dann tatsächlich nochmal keine Punkte gemacht. Keine Ahnung warum. So, kriegen wir da noch so ein Ding. Shockingly fast. Mach 0,5. Auch das kriegen wir hin. Auch das kriegen wir, glaube ich, hin. So. Launch. So. Ich weiß, wir haben eigentlich schon überzogen, aufnahmetechnisch, aber ist ja nicht so wild. So, zack, zack, Schub nach vorne, go. Was ist jetzt schon wieder? Ground Distance Traveled, alles klar. So, was müssen wir? Wir müssen machen 0, irgendwas. Fly horizontally, ja, ich bin ja schon da, warte mal, ich muss horizontally flyen. So. Geschafft. Sehr gut. Können wir eigentlich schon beenden, ne? Können wir beenden, ja. Recover. So, jetzt müssten wir 95 haben. Und haben wir da noch was? Nee, das waren alle shockingly fast. Nee, wir haben tatsächlich noch... So, mach 1. Mach 1 ist aber noch so eine Sache. Mach 1, da müssen wir noch ein bisschen mehr... Da müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Da braucht das Ding eine fettere Engine. Kann das sein? Aber das machen wir später, liebe Freunde. Bis dann denn, euer Mr. Fleck. Uhaha, ich bin ein Flugzeugkonstrukteur.